Guten Morgen, willkommen zu dieser Videopräsentation des Buches aus der Zuckerfabrik von Dorothee Elmiger. Das Buch aus der Zuckerfabrik wurde von der Schweizer Autorin im Jahre 2020 verfasst und ist für den Deutschen Buchpreis nominiert. Dieses Video ist Teil eines Projekts, in dem Sie Präsentationen der 6 Bücher finden, die aus der Shortlist der Deutschen Buchpreis ausgewählt wurden. Ich bin Lea und werde Ihnen mehr über die Autorin von Aus der Zuckerfabrik, Dorothee Elmiger, erzählen. Dorothee Elmiger, geboren 1985, studierte Geschichte, Philosophie und literarisches Schreiben. Sie arbeitet hauptsächlich in Zürich und sein erster Roman, Einleitung an die Waghalsingen, brachte ihn zahlreiche Auszeichnungen ein. Sein Stil zeichnet sich gerade durch eine manchmal schwer nachvollziehbare Handlung aus. Durch die Form und die Themen ihrer Bücher beschreibt sie eine komplex und vielfältige Welt und tiefe Themen. Die Autorin vermischt in ihrer Geschichten gern Fiktion und Realität und lässt sich durch ihr tägliches Leben und ihre Recherchen zu Reflexion über den Sinn der Welt inspirieren. Im Alter von 35 Jahren zeigt uns die Schweizer Autorin, dass sie mit einem komplexen Stil keine klassischen Erzählform will und auch nicht will, dass alle sie verstehen, sondern da sie ein Sprach- und Literaturrecherche und etwas Geniales schaffen will. Aber ich erteile Jean-Charles das Wort, um den Inhalt des Buches vorzustellen. Jean-Charles, gesehen Sie? Sie sind dran. Hallo, sehr geehrte Zuschauer. Ich heiße Jean-Charles und werde euch heute der Roman Aus der Zuckerfabrik von Dorothee Elmiger vorstellen. Dieser Roman ist eine der 6 für den Deutschen Buchpreis nominierten Bücher. Aber Aus der Zuckerfabrik ist vor allem ein Journal voller Beobachtungen, eine Reihe von Kurzgeschichten, die hinter ihrem harmlosen Anschein viele aktuelle grundsätzliche Probleme anprangert, sowie Rassismus, Sexismus, ökonomische Ungleichheiten und ökologischen Raubbau. Und heute, ich werde euch auch den ersten Ausschnitt, das wir gewählt haben, vorstellen. Dieser Ausschnitt, der auch der Inkipit des Romans ist, beginnt mit das Wort gestrüpp. Das heißt etwas verwildert, etwas verwickelt, was wirklich das ganze Buch charakterisiert. Es gibt keine klare Handlung, keine Hauptfigur, sondern eine Reihe von Kurzgeschichten mit verschiedenen Themen. Also kann man sich fragen, ist dieser Ausschnitt nur eine metatextuelle Diskussion über das Buch oder ist es nur ein Traum? Es ist wie ein Traum. So ungefähr. Ich gehe durch Gestrüpp. Es chillten auch einige Vögel. Und dann? Weiter nichts. Es geht einfach immer weiter so. Es gefällt dir aber dieses Gestrüpp? Was soll ich dazu sagen? Ob es dir gefällt, das Gestrüpp? Das kannst du doch sagen, was du dir davon erhoffst, was dafür dich drinsteht. Aber ich selbst stecke ja mittendrin. Du hast offenbar überhaupt gar keine Vorstellung davon,
wie das da ist. Ich stelle es mir sehr unordentlich vor, also ohne Ordnung und Übersicht. Und schön, weil fast alles darin vorkommen kann. Und weil das Licht jener Tageszeit einmal hierhin und einmal dorthin fällt. Und manchmal liegt Schnee. Und ärgerlich ist es auch, weil man ständig hängen bleibt an den nestenden Sträucher, vor allem wenn sie Dornen haben. Und weil du ja so gerne diese Samthose trägst. In der Verpflichtung der Himbur enthalten Themen und Fragmente liegen Liebe und Passion. So der Titel des Kapitels dieses zweiten Auszugs. Hier hinterfragt die Autorin ihre Wünsche, das Thema der Liebe im Dialog. Also, was ist die Liebe? Naja, was du immer wissen wirst. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich stelle auch fest, dass ich die Dinge ständig verwechsel oder dass wir die Wörter verwechseln. Im weitesten Sinne würde ich also vielleicht sagen, eine Bereitschaft. Was denkst du? Eine Zugewandtheit vielleicht, die absichtslos ist? Die auch immer eine Zugewandtheit zu den Dingen bedeutet. In Frankreich, das fällt mir dazu ein, lasse ich letzten Sommer innerhalb kürzester Zeit die Passion simple einer französischen Schriftstellerin, obwohl ich, wie du weißt, gar keine Französisch spreche. Also nicht einmal in der Lage war, in der Bäckerei ohne Zuhilfenahme der Hände die Brot zu unterscheiden. Oder auf der Straße nach dem Bus an die Küste zu fragen. Ich denke, dieses Buch ist anspruchsvoll in seiner Lektüre, aber interessant, weil wir es nicht gewohnt sind, eine so originelle Romanzform und Struktur zu lesen. Kritiker beschreiben ein Buch, das aufgrund seines Essay-Formats sowie der Dreisprachigkeit, die eine Grenze darstellen kann, schwer zugänglich ist, zum Beispiel aber nicht der Inhalt, sondern die experimentelle Form sorgt bei Lesern für Irritation, sagt Anne-Sophie Scholl im Zeit. Andere Journalisten betonen jedoch die Originalität der Form und die tiefe Recherchearbeit. Zum Beispiel Jan Wille, Redakteur von Frankfurter Allgemeine, hat geschrieben, und dann auf Knien dafür danken, dass dieses Buch einmal etwas anderes liefert. Meiner Meinung nach ist dieses Buch sowohl inhaltlich als auch formal sehr interessant. Mit dieser experimentalen Form von Roman und die sehr unterschiedlichen Themen, das dieses Buch untersucht. Dorothee Elmiger folgt den Spuren des Geldes und des Verlangens durch die Jahrhunderte und die Weltgegenden und lädt uns ein, in das nach Ananas duftende Gestrüpp zu folgen. Petite info, la traduction en français de Aus der Zuckerfabrik est prévue pour l'automne 2022 aux éditions Zoé. Jetzt sind wir zum Ende dieser Videopräsentation. Notre Video touche à sa fin. Ich hoffe, es wird euch gefallen. J'espère qu'elle vous aura plu. Zögert nicht, Like zu geben oder zu kommentieren. N'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo. Und bis bald! À bientôt!